Jo, servus liebe Leute und herzlich willkommen. Hier ist wieder euer Silent Ghost. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren schnellen Platin hier auf meinem Kanal. Das Ganze machen wir heute hier mit High School Romance. Das Ganze gibt es seit heute im PSN Store zu kaufen für 12,99 €. Ja, ist zwar ein bisschen teuer, sind die gleichen Macher wie bei Sakura Succubus. Ja, dementsprechend ist das Ganze hier wieder super schnell fertig. Ja, 15 Trophäen haben wir insgesamt und das ganze Ding hier ist auch Cross bei PS4 und PS5. Bedeutet für zwei Versionen, für einen Kauf bekommt er wieder zwei Versionen, ja, kennt ihr ja das Ganze und das Ganze gibt es auch im US-Store zu kaufen, ja, dementsprechend habt ihr hier die Möglichkeit, vierfach Platin zu holen und wie wir das Ganze machen, werde ich euch natürlich wie immer zeigen. Ich wünsche euch viel Spaß bei meinem Guide und let's go. Gott, wie sehen die aus? Ja, crazy. Ich sag's ja, die Japaner, die haben sie nicht mehr alle. Das Ding mal ein bisschen leiser hier. So, als erstes gehen wir hier mal in Settings und schalten hier mal Text Speed, machen wir komplett hoch. Und Skip machen wir All Messages. Ja. Und dann hauen wir das Ding an hier. Ja, mit R1 könnt ihr das Ganze skippen, kennt ihr ja. Ja. Ein bisschen leiser hier. Passt. So, die erste Antwortoption hier ist Heck No. So, das Ganze hier wieder skippen mit R1. Hier wählen wir I Lost Mine. Ja, wir müssen anscheinend immer wieder R1 drücken. Hier wählen wir Help Hoshi. Hier wählen wir Play Tennis. Hier wählen wir Invite Hoshi to Karaoke. Hier wählen wir den Sexy Bra aus. Super geil. Gibt's auch direkt die nächste Trophy hier, vollen Kiss. So, hier wählen wir Finished Race. So, hier wählen wir Help Hoshi. Ja, das Ganze machen wir jetzt viermal. So, hier gibt es die nächste Trophäe hier, Festival. Dann wählen wir hier Yes. Hier wählen wir Park. Hier wählen wir Classical. Hier wählen wir Admit the Truth. Ja, gibt es die nächste, Kiss Selena. Hier wählen wir Hoshi. Hier wählen wir Leave Selena Alone. Und hier wählen wir Hoshi. Und da haben wir schon den ersten Durchgang zu Ende. So, jetzt machen wir hier ein neues Spiel. So, hier wählen wir direkt die erste Option. I'll do what I have to. Hier wählen wir Only If You Do First. Hier wählen wir Leave Her To It. Hier wählen wir Go Running. So, bevor wir jetzt hier weitermachen, machen wir erstmal einen manuellen Speicherstand. So, und dann wählen wir hier Let Her Win. So, hier wählen wir Risky Underwear. Hier wählen wir Calf. So, hier wählen wir Finish the Race. So, hier wählen wir wieder Help Hoshi. Ja, machen wir wieder viermal das Ganze.
und dann wählen wir hier Sure, Be Glad to Go. It's very nice. Yes. Hier wählen wir den Tempel. Dann Pop Music. Admit the Truth. Und hier wählen wir I'm Still Interested. Perry. Show Me How. So, hier wählen wir diesmal die Selina. Let It Be. Und dann wählen wir hier die Lea. So, jetzt laden wir unseren manuellen Speicherstand von eben. Und wählen jetzt hier Try to Win. Stop and Help. So, jetzt wählen wir hier Help Selina 4-mal. Diesmal wählen wir hier No. Wieder den Tempel. Pop Music. Und hier wählen wir Say Nothing. Hier wählen wir die Selina. Let It Be. So, und wieder die Selina. Und das sollte es gewesen sein, wenn wir alles richtig gemacht haben. Yes, haben wir. Nice. So, das Ganze hat jetzt noch nicht mal 8 Minuten gedauert. Ja, also wieder eine fixe und einfache Platin hier auf dem Donnerstag. Ja, Leute, dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn euch das Ganze gefallen hat, liken, kommentieren und wenn ihr es noch nicht getan habt, abonnieren, Glocke aktivieren, damit ihr auch keine Videos mehr verpasst. Bis zum nächsten Mal, macht's gut und Servus.